Hallo. Ja, wie ihr seht, bin ich mit dem Rad unterwegs, mit großem Gepäck. Bin jetzt gerade in Schermbeck gestartet. Bin jetzt hier gerade durch den Ort gefahren. Und ja, was habe ich vor? Ich habe vor, jetzt die Drei-Flüsse-Route zu fahren. Die Drei-Flüsse-Route befindet sich hier in Nordrhein-Westfalen. Ja, im Bereich Wesel könnte man sagen, also Grenze Niederrhein, Münsterland. Und die drei Flüsse, um die es geht, sind die Lippe, die Issel, in Holland die Eisel und der Rhein. Ja, das sind ca. 160 Kilometer. Ich fahre die jetzt in 3 Tagen. Ich weiß, die ganzen großen Radreisenden, die fahren 160 Kilometer an einem Tag. Aber hier geht es einfach darum, bevor ich auf die große Tour nach Hamburg gehe, wollte ich vorher auf jeden Fall nochmal so eine Testtour machen. Ob das alles so passt, Ausrüstung, Fahrrad. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr einfach mit. Mehr erzähle ich euch unterwegs. Ja, jetzt bin ich scheinbar erstmal aus Schermbeck raus. Und jetzt geht's über die Felder. Ja, hier am Straßenrand stehen jetzt hier schon seit einer geraumen Zeit jede Menge Narzissen, die jetzt anfangen zu blühen. Ja, der Frühling ist da, würde ich sagen. Ja, im Hintergrund seht ihr noch den Ort Erle, durch den sind wir gerade durch. Und dann geht es jetzt weiter Richtung Rasfeld. Ja, jetzt kommen wir nach Rasfeld rein. Alles schöne kleine Örtchen. Die kenne ich alle, aber auch nur mit dem Auto. Ja, jetzt stehe ich hier am Schloss Rasfeld. Gehe ich jetzt aber nicht rein, zeige ich euch nur von außen. Und da geht es dann gleich weiter. Weil nicht weit weg bin ich aufgewachsen, aber ich glaube, ich bin hier nie gewesen. Ja, nach gut, ja nicht ganz 1,5 Stunden Fahrzeit, mache ich dann jetzt hier in der Nähe vom Schloss Rasfeld, im Tierpark Rasfeld, mal eine kleine Pause. Zeige euch mal die Aussicht hier. Ich habe hier eine schöne Bank, habe noch einen kleinen Weiher hier gefunden. Und jetzt gibt es erstmal einen Fruchtriegel. Ja, hier durch den Tierpark zu radeln macht echt Spaß. Auch wenn die Wege hier nicht wirklich super Radwege sind, aber ja, die Strecke geht hier nun mal lang. Aber es ist echt schön hier. Ein geiles Wetter haben wir heute. Naja, Mittwoch, wenn ich zurückfahre, ist Regen angesagt. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, jetzt fahre ich aus Brünen raus.
Aber Brünn war irgendwie gar nicht so toll, weil hier habe ich mich einmal verfahren, weil da fehlt definitiv Schilder. Bin ich jetzt einmal im Kreis gefahren. Ja, das ist auch immer super. Wenn du an einen Punkt kommst, wo du denkst, da war ich doch gerade. Naja, ist blöd, wenn Schilder fehlen. Ja, und jetzt geht's dann gleich weiter Richtung Hünxe. Erstmal noch ein Schluck trinken. Ja, jetzt sitze ich schon wieder auf einer Bank, mache schon Mittagspause. Ja, wir haben es jetzt 2:30 und ich habe noch circa, ich schätze mal 10, vielleicht 15 Kilometer zu meinem heutigen Tagesziel, zum Campingplatz Dinkner Heide. Ja, und da möchte ich natürlich jetzt auch nicht da ankommen, wenn gerade Platzruhe ist. Sonst darf ich da nachher noch irgendwo warten, ist auch blöd. Dann warte ich lieber hier. Bettchen ist gemacht und jetzt werde ich mal erstmal eine Tasse Kaffee kochen und dann gehe ich einkaufen. Ich habe nämlich Hunger. Aber erstmal Kaffee. Der Kocher brüllt, gleich gibt's Kaffee. Ja, einchecken hier auf dem Campingplatz Dinkner Heide hat eigentlich auch gut geklappt. Bis auf, dass die Damen vom Büro erst eine halbe Stunde später da waren. Okay, halbe Stunde nicht, aber. Ja, aber sonst waren sehr freundlich und das Einzige, was mir hier auch nicht gefällt, aber das scheint ja mittlerweile überall zu sein, brauchst hier eine Karte, um in die Toiletten zu kommen und dementsprechend musst du natürlich warten, dann beim Abreise, bei der Abreise kannst du dann erst abrechnen, kannst nicht vorher bezahlen. Also, das ist immer doof, dann musst du, ich sag jetzt mal, sollte ich morgen früh um 6 Uhr wach sein, muss ich trotzdem bis 8 Uhr warten. Naja, schauen wir mal. Naja, wie gesagt, erstmal Kaffee trinken. Und dann einkaufen gehen. So, vom Einkaufen zurück. So, was habe ich mir ausgesucht? Also heute gibt es Hähnchen-Paprika-Pfanne. Die Beilagen, die schenken wir uns, weil die Portion wird eh groß genug. Ja, und so sieht dann meine Hähnchen-Paprika-Pfanne aus, wenn sie fertig ist. Ich hätte da jetzt ganz gerne noch Tomaten reingeschnitten, aber Apothekenpreise wollte ich nicht bezahlen. Dann sag ich mal Mahlzeit. Ich lasse mir jetzt mein kleines Gericht schmecken. Probieren wir das Ganze mal. Ich würde sagen, ist ein gültiger Versuch. Könnte ein bisschen schärfer sein, aber nur gut. Ich habe ja nur den kleinen Gewürzstreuer mit. Aber so schmeckt es auch schon ganz gut. Also, bis später.
Hier gibt es einen total geilen Sonnenuntergang. Wollt ihr mal sehen? So, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen spazieren, bevor es ins Bett geht. Da hinten geht die gerade die Sonne unter. Ist echt schön hier. Ja, Fazit zum ersten Tag. Was kann ich sagen? Also, habe die ersten 50 Kilometer auf der Runde jetzt hinter mir. Ich muss sagen, bin froh, dass ich ein GPS dabei habe. Ich weiß ja nicht, ob alle Radrouten so ausgeschildert sind. Keine Ahnung. Teilweise hängen die Schilder für die Drei-Flüsse-Route so hoch, das ist gar nicht im Sichtbereich eigentlich. Also ja, und bei Ortsdurchfahrten, da wird es dann auch schon mal schwierig, weil dann teilweise innerhalb der Ortschaften gar keine Schilder sind oder nur diese weißen Schilder mit dem Fahrradsymbol drauf. Und da weiß er dann auch nicht so wirklich, ist es jetzt mein Weg oder ist das ein ganz anderer. Ja, heute gab es auch noch nicht allzu viel Flüsse zu sehen oder Wasser zu sehen. Bin einmal nur kurz über die Issel drüber gefahren und das war es dann auch für heute. Aber das wusste ich vorher schon. Auf diesem Stück hier ist nicht so viel und bis wir an Rhein kommen, ist auch nicht so wirklich viel Fluss zu sehen. Ja, Stichwort Rhein. Also heute bin ich ja hier auf einem relativ kleinen Campingplatz, beziehungsweise auf der anderen Seite, da stehen die Saisoncamper, das ist schon groß, aber hier der Touristencampingbereich, der ist gar nicht groß und von daher ist es recht angenehm hier. Ja, morgen denke ich mal, wird mir der Campingplatz nicht gefallen, aber das weiß ich schon. Beziehungsweise, der interessiert mich halt sehr, weil morgen werde ich auf dem größten Campingplatz Deutschlands schlafen. Das ist bei Wesel der Campingplatz auf der Grafsinsel. Graf mit V. Ja, das Ding ist ziemlich groß. Mit eigenem Rettungsdienst, eigener Kirche, eigenem Streichelzoo, eigenem Supermarkt. Okay, Supermärkte gibt es viel auf Campingplätzen. Naja, aber das denke ich mal, das sehen wir dann morgen. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich mein Hintern morgen anfühlt. Ja, so ganz eingefahren ist der Ledersattel noch nicht, scheinbar. Also je weiter ich gefahren bin, desto mehr Pausen brauchte ich dann doch. Aber ist alles noch im Rahmen. Und auch jetzt muss ich sagen, keine Schmerzen oder so. Ja, ich gehe jetzt hier einmal um den Kiessee, um diesen Baggersee herum. Ist tatsächlich ein alter Kies-Baggersee,
Und ich habe heute jetzt zufällig noch gelesen, als sie damals hier alles Kies abgebaut hatten, haben sie überlegt, was fangen wir dann jetzt hiermit an. Und naja, dann kamen sie halt auf die Idee, hier einen Campingplatz hinzumachen. Und das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Ich muss sagen, ich glaube, der ist hier auch ganz gut geführt. Gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Ja, hier vorne tauchen zwei Schwäne. Ich finde, das sieht immer witzig aus.